Was geht ab, Freunde? Wir sind hier gerade in München und der Gewinner der virtuellen Bundesliga steht fest. Das ist Daniel Butenko. Erstmal großen Glückwunsch an dich. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Dankeschön, danke. Danke. Ja, wir werden jetzt ein Spiel gegen ihn bestreiten. Jeder von uns wird eine Halbzeit spielen. Dann gucken wir mal, ob wir da annäherungsweise eine Chance gegen ihn haben oder ob wir voll einen drauf kriegen. Wir schauen einfach mal, geben unser Bestes und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, also die ersten 45 Minuten zockt der ME. Und falls euch jetzt wundert, warum wir FC Bayern gegen Ingolstadt spielen, hier ist es alles noch auf virtuelle Bundesliga-Style. Das heißt, alle haben die gleiche Bewertung, kein Vorteil für René. Und ja, dann geht's jetzt erstmal los. Ah, hier wird sich ein bisschen konzentriert, deswegen wird hier, glaube ich, heute nicht so viel geredet wie sonst in den Videos. So, Dani, du bist gerade hier am Führen, souveränes Spiel, aber wie sieht's mit den Skills aus? Nee, Skills kann ich nicht so. Also ich könnte es zwar machen, aber warum soll ich das machen? Ja, weil es gut aussieht. Ja, aber es geht ja eigentlich um Erfolg. Also jetzt hier zum Beispiel nicht, wenn man jetzt gegen Freunde spielt oder so, aber wenn man jetzt um Geld spielt oder so, dann geht es um Erfolg. Und wenn du einen Skill machst und dann den Ball verlierst, dann ärgerst du dich halt noch ja, mehr. Dann natürlich, dann ist es mies, aber so ein bisschen ab und zu. Man sieht das ja bei dir auch, da kommt ab und zu mal so ein kleiner L2-R2-Move und so. Ja. Die effektivsten Tricks. Ja klar, die bringen dann hier auch am meisten. Schön. Ei, ei, ei. Ob in die Platz, Alter. Wow. Halbzeit, René. 1-1. Was sagst du? 1-0. Ja, 1-0. Ja, ist auf jeden Fall ein richtig hohes Niveau, ist ziemlich schwer dagegen mitzuhalten. Ja, aber guck mal, du in der zweiten Halbzeit machst, ne? Ja, Leute, auf jeden Fall Halbzeitresümee, ist schwierig da mitzuhalten. Aber ja, ich hatte auch die ein oder andere Torschance gehabt. Aber letzten Endes muss man sagen, er hat schon besser gespielt, muss man sagen. So, jetzt mal gucken, was Stefan in der zweiten Halbzeit macht. Los geht's. Was machst du denn als Skillschuss, ey? Hättest du einfach reinschieben müssen, ne? Yeah.
Ja, Leute, das war's jetzt hier vom Spiel. Auf jeden Fall gut gespielt, ey. Kranker Typ, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, ey. Ja, kommen wir nochmal zusammen. Auf jeden Fall dir nochmal Glückwunsch zum Sieg hier. Und wie war es mal so für dich, gegen uns zu spielen? Du schaust ja auch unsere Videos, hast du vorhin gesagt. Und ja, es ist ein anderes Gefühl, wenn man im Internet euch sieht und dann, wenn ihr hier seid und die Videos macht, ist echt ein cooles Gefühl, euch zu sehen. Ja, ja, cool. Ja, ich muss sagen, aber auch Respekt an dich, wie du spielst. Man versucht zwar irgendwas mit den Tricks, aber läuft einfach nicht, weil der Junge weiß immer, was man macht. Und einfach großen Respekt, wie du spielst. Und ja, das denke ich mal, war es dann soweit auch. Ja, aber demnächst gibt es bestimmt eine Revanche, oder? Machen wir auf jeden Fall. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wir sind raus. Macht's gut und ciao. Ciao. Komm runter. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier und herzlich willkommen zur dritten Folge der Serie Beta Camaranta. Ja, meine lieben